Und noch ein Pokémon dazu. Gruppenschutz. Wir haben zu viele Pokémon dabei. Dann Klapsel. Ne, Moment. Dann, ja, Klapsel, das können wir ja eh nicht mitnehmen. So. U9. Na, macht mal. Weiter geht's. Ach, da unten links noch ein Item. Jetzt wieder hier zurück. Egal. Levelausstieg. Pfiffchen erreicht Level nix. Nidorina erreicht Level 28. Hey, Moment. Wir haben hier noch Rutenschlag. Einfach die ganze Zeit A drücken. Ja, ich muss langsam mal zur Rettung.
Deshalb machen wir weiter im Feuerwerk des Todes. Schleimkost. Schleimkost kann man ja auch zum Essen nutzen. Das vergesse ich ja immer. Verfehlt. Also Geld sollte ich jetzt mittlerweile eine Menge haben. So. Naja, mit der Lauchstange draufgehauen und besiegt. Nein. Wir gehen bitte einmal hier hoch und hier rüber und da runter. Danke. Okay.
Schneckmark. Und noch ein Tauboss. Nein, wir gehen hier bitte hoch. Danke. Ach komm. Ja. Hüffchen. Mit dem Levelaufstieg auf Level 33. Willkommen. Und der Rhein spaziert. Wir laufen hier einfach weg. Cool, wieder verbrannt. Das hat's hier gebracht. Mit Mini-Belebersamen. Habe ich irgendwo noch einen Apfel oder so? Ich weiß, dass ich Schleimkost habe. Das kann ja sein, dass er die Items von davor auch einfach mitgenommen hat. Hat er. Hat er, hat er. Ist natürlich nett. Macht's mir natürlich ein bisschen einfacher. Das heißt, es ist nicht einfach nur was anderes sehen, sondern es ist auch Items mitnehmen. Was ja doch schon etwas hilft. Noch mit die Belebersamen? Ja. So, noch ein Pokémon mitnehmen. Jetzt wird's langsam wieder voll.
Naja, Benebelebersamen habe ich immer noch dabei. Ganz zur Not. Wir sind also immer noch nicht ganz besiegt hier. Halt! Ich möchte gerne hier einmal weitergehen. Und dann geht's zum Feuerberggipfel. Gürtel habe ich schon wieder übersehen. Es gibt so Pokémon, die übersieht man einfach. Einfach weitergehen. Weg. Cool, noch ein Pokémon. Das wir sogar behalten könnten, denn. So. Weil wir da nämlich das Camp haben. So, Hydropi. Nö, ich gehe mal durch die Treppe wieder nach oben. Vielleicht können wir ja auch... Wäre lustig, wenn das geht. Hier einfach weitergehen? Mit denen darf ich nicht Lavados besiegen oder was? Das wäre doch viel besser gewesen. Ibitak darf ich behalten. Da will man dem Spiel einfach mal die Chance geben und dann nö. Gut. Problem ist natürlich, die Items, die werden jetzt wieder weggelagert, sodass ich gleich keine Items habe. Ja, das kann ich ja nochmal zeigen. Nee. Ja, ich habe eine Kleinkiesel, Linkbox, Georgbrocken. Und jetzt kommt natürlich Lavados. Aber wenn die Masse an Pokémon kommt, nee, dann natürlich nicht.
Vielleicht mal öfter verfehlen. Nein. Ich kann es ja so machen wieder, ne? Wenn ich... Dann bin ich doch da, genau. Das ist doch viel einfacher eigentlich. Weil dann bin ich hier. Das heißt, ich muss eigentlich nur Items mitnehmen. Und jetzt wird's lustig. Nimm einfach Mini-Belebersamen ein paar mit. Wie viel Geld habe ich eigentlich? Null. Na gut, aber... Dann müsste ich Bankorb und... Machen es mal so. Vielleicht reicht das ja. Man sieht ja, dass die Pokémon hier jetzt mittlerweile auch ziemlich unterlevelt sind. Die machen gar nicht viel Schaden. Ja, schon brauche ich mir Mini-Belebersamen. Das war überhaupt nicht meine Intention gerade. Moment, er hat mehr jetzt. Ja, toll. Ah, da ist wieder ein Mini-Belebersamen. Okay. Ich glaube, das ist eigentlich viel effektiver tatsächlich, wenn ich mit den Pokémon die letzten beiden Ebenen durchlaufe. Als wenn ich immer wieder mit dem ganzen Trupp von unten anfange. So, und jetzt sind wir schon wieder bei Lavados.
Aber wenn, dann müsste ich natürlich Hydrobi heilen und nicht Eneko, ne? Das ist auch klar. Wegen den Wasserattacken. Wusste ich's doch. So komme ich nämlich auch nicht weiter, wenn keine Attacke, wenn die Attacke nicht mehr da ist. Ja. Ja, Moment, keine Hilfe bitten. So. Ja, pff. Ich weiß aber halt nicht, wie viele Lebenspunkte Lavados hat. Kann man das hier irgendwo sehen? Kraftpunkte Lavados? Lavados. Mystery Dungeon DS. Early X. Kraftpunkte. Kraftpunkte. Hier gibt's schöne Tipps wahrscheinlich. Gut, gibt's hier Text? Das hilft mir ja alles nicht weiter. Steht aber auch nicht viel. Naja, wir lassen's, bevor ich mich hier tot suche. Also, Top Aether ist auch noch wichtig, wie ich feststellen konnte. Und natürlich Mini-Belebersamen.